warte mal. Ja, natürlich, klar. Er war natürlich wieder mal so da, wo er eigentlich nicht sein sollte. Scheiß Navi eben. Ich will nicht über die Landstraße fahren. Ich habe da keinen Bock drauf, lieber zur 38. Die 38 ist so leicht dafür. Das hat mich ja so gewundert, warum wir auf die 14 fahren. Das ist ein Drecksnavi, ne? Halt Abstand da hinten, weil ich nämlich hier um die Kurve muss. Da gehe ich schon mal ganz gern runter auf 30 km/h. Wenn du mir im Kreuz hängst. Weißt du was? Oh, ganz einfach. Fuck you. Auf die 14. Dann fahren wir zurück auf die 9. Dann fahren wir auf die 38. Ich lasse mal von hinten. Sag mal, was ist denn jetzt los, ey? Ich hab mich immer gefragt, wie kommen auf die Straße die schwarzen Striche? Funktioniert das eigentlich? Wie kann das sein, dass man von der Sattelzugmaschine oder vom Auflieger, von den Rädern, schwarzen Streifen auf der Spur hat? Jetzt weiß ich es. Ich weiß auch, ob man es jetzt hier gerade gemerkt hat. Ich glaube nicht. Ich habe es gemerkt. Und zwar, wo ich hier in die Kurve bin, jetzt gerade drüber in die Kurve bin, habe ich hinten gesehen, wie die Räder gequalmt haben. Das ist so. Habe ich gesehen, wie die hinten die Reifen gequalmt haben, auf der rechten Seite. Hat so einen richtig schönen schwarzen Strich hinter sich hergezogen. Navi, du fängst an, mich zu nerven. Mit deinem, bitte wenden. Ich wende nicht. Schon gar nicht auf der Autobahn. Bist du verrückt? Kann das Navi nicht einfach normal sagen, na, wenn ich einstelle Autobahn, fahr weiter A9, A38 Richtung Göttingen, von Göttingen Richtung A7 auf die A44, ist doch kein Problem. Nein, da kommt dann zum Beispiel Durchgangsverkehr gesperrt. Was mache ich dann? Dann stehe ich da, dann darf ich die 30 Kilometer, die ich gerade daher gefahren bin, bitte zurückfahren. Nee, Jungs. Nee, das kommt mal gar nicht in die Tüte. Entweder das Navi lernt es, oder wir werden keine guten Freunde. Im Gegenteil, dann schmeiße ich dich nämlich zum Fenster raus. Langsam habe ich nämlich die Faxen dicke von dem Scheißteil hier. Aber ehrlich. Eigentlich ist er ja schnell, ne? Kann man sagen. Eigentlich. Aber beim Überholen ist es eigentlich so, man lässt sich ansaufen, so wie jetzt. Man muss es ja nicht übertreiben mit dem Auffahren. Und dann zieht man raus zum Überholen. Das ist ganz normal. Man muss ja nicht jetzt bis aufs Bodenblech hier von der Zugmaschine auffahren. Das ist ja übrigens noch der Auflieger im Weg. Aber manche Leute übertreiben es halt eben ganz gerne. Ah, belgischer Auflieger mit
mit einer bulgarischen Zugmaschine, Scania. Alter, nein, was macht denn er hier? Kann man das Auto übrigens auch wegwerfen, ne, wenn man das zu heftig macht. Und das direkt vor dem 40er, ne? A3. So ungefähr. Hat ein PKW hat überholt, ist zu früh rüber. Ein Kollege hat ihn erwischt. Hinten rechts am Kotflügel, an der Stoßstange hinten, hat ihn rumgezogen. 90 Grad ist im Frontal mit Tempo 90 in die Seite gerauscht. Fahrer und dessen Hintermann waren schwer verletzt. Und jetzt ratet mal, was mit Beifahrer und dessen Hintermann war. Die waren sofort tot. Die haben das nicht überlebt. So ist das immer im Leben. Fahren wir gerade wegen spazieren hier. So, der Abstand müsste eigentlich jetzt, naja, dann vielleicht noch einen Pfund drauf. Aber ansonsten müsste eigentlich genau Abstand, ja, ich weiß. Ja. Der Abstand ist in Ordnung. Ist zwar jetzt nicht so, wie ich mir gedacht habe, aber wollte ich ja nicht übergeben. Das sind 10 Meter, würde ich mal sagen, 10, 15 Meter, sowas. Ich helfe der Gang. Immer noch. Mich auch. Vor allem, weil hier eine Ausfahrt ist, ne? Nordbogen in 130 Meter. Wo? Wir sind schon an der Ausfahrt vorbei. Ich weiß nicht, was du da siehst. Leipzig, 26 Kilometer. Da kannst du mal gleich knicken. Rechts und dann links. Nee. Zweimal rechts. Abfahrt A9 und dann links fahren. Abbiegen über die auf die A9. Auf der anderen Seite wieder runter auf die A14 und zurück, will er jetzt gerade. Nö, sehe ich nicht ein. Ich will nur über die Landstraße hier fahren. Es gibt noch einen anderen Grund, warum ich es nicht will. Der hat das letztes Mal mit uns gemacht. Also wir über die A14 fahren.
Richtung Salzgitter. Und dann kam die Ausfahrt, wo du nichts mehr gewusst hast, weil das Navi war nichts mehr auf der Bundesstraße. Da hat die Bundesstraße gesucht, da war ein Zentimeter neben der Bundesstraße. Da fing der Fehler an eigentlich. Dann hat er die Bundesstraße nichts mehr gefunden. War genau nebendran, weil er im Freien durchgefahren. Dann hat er die Strecke wieder gefunden, hat er mich auf die Landstraße gelotst. Die L185. Oder B185, je nachdem wie wir sind. Da war man da gestanden. Dann lass mal durch. Das ist so schön. So, dann waren wir vor einer Baustelle gestanden. Durchfahrt verboten. Umleitung. Wieder 20 Kilometer außenrum. Dann waren wir vor der nächsten Baustelle gestanden. Kam ich wieder in die Richtung nicht. Ich bin nach Salzgitter rüber. Kam ich nicht. Wieder Umleitung fahren. Wir haben aus 2,5 Stunden Fahrzeit 4 Stunden gemacht. Nur wegen diesem Scheiß-Navi. Vertraue diesen Navi nicht. Das kann es knicken, dass ich da langfahre. Kommt mal gar nicht in die Tüte. Wir müssen noch ein paar Kilometer zurückfahren. Auf der Straße hier. Großkugel soll ich jetzt runterfahren? Bist du irre? Nee, Freundchen. DHL, RHB, Luftfracht, da vorne kommt die 38 dann. Sechsmal weit. Also was heißt sechsmal weit? Ist noch keine Ahnung, wie viele Kilometer bis da noch. A38, Göttingen, Rübsen. Rübsen heißt das Kaff. Ermilz. Nee, Ermlitz. Ermlitz. Ah, okay. Ah. Ist auch keine Milz. Ist eine Litze. Schmale Acheritze. Ui, was hat der drauf? Förderband. 19 Kilometer. Sag ich doch. Ja gut, es sind 19 Kilometer bis zur Ausfahrt. Naja, macht ja nichts. Wir haben ja Sprit. Genug, halber Tank haben wir noch. Wurscht. Ich muss aber trotzdem Cut machen, weil die Dateien ziemlich groß sind. Mit dem Codec. Also 1,5 Stunden liegen so bei 10 GB. Ja, leider. Ein Augenblick. Die Maus mal wieder machen würde, was ich hier sage. Ein Augenblick. Moment.